Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben endlich mal ein bisschen Schnee hier in Hannover, in der Stadt. Ist also totales Chaos hier. Und ich stelle euch heute den Spider Tripod Carrier vor. Das ist dieses Ding, was ich hier schon befestigt habe mit dem Gurt. Und zwar habt ihr damit die Möglichkeit, einfach freihändig unterwegs zu sein in der Natur, im Schnee und ein Stativ mit dabei transportieren zu können, ohne dass ihr jetzt irgendwie einen Rucksack braucht, wo das Ganze dann festgemacht ist. Das ist also hier dieses System, was ich vorstellen werde. Und im nächsten Take schauen wir uns einfach mal an, wie dieses Tripod Carrier Transportsystem an dem Stativ befestigt wird. Wir haben einmal hier ein Stativ, das ist leider nicht im Lieferumfang enthalten, ist ganz klar. Das ist die Halterung, wo das Stativ dann am Gurt festgemacht wird. Das bringen wir jetzt einfach hier an. Das geschieht mittels Kabelbindern. Wir nehmen als erstes die Halterung, haben natürlich vorher geguckt, an welchem Punkt wir das hier ungefähr anbringen. Dann ist der Kabelbinder, der hier einfach durchgezogen wird bis zum Anschlag. Zack. Jetzt machen wir ihn hier schon mal ganz leicht rein, ohne dass wir ihn jetzt richtig festziehen. Und der zweite Kabelbinder, der hier auch noch reinkommt, auch ganz kurz eben schon mal ein bisschen vorarretieren. Ich mache es nicht ganz bis zum Ende, weil ich ja vielleicht noch mal die Position etwas ändern möchte. Ich würde mal sagen, das können wir dann so lassen. Jetzt ordentlich festziehen, wie man das so kennt vom Kabelbinder auch. Kurz kontrollieren. Sitzt es auch richtig fest? Jawohl. Hier einfach den Kabelbinder abknipsen. Zack, das war's. Jetzt haben wir hier die Halterung angebracht am Stativ und jetzt werden wir das Ganze natürlich auch an dem Hüftgurt mal eben kurz in Aktion zeigen und ausprobieren. Ihr könnt den Spider Tripod Carrier am Stativ befestigen und zwar einmal so, dass ihr mit dem Pad entscheiden könnt, ich trage das System jetzt auf der linken Seite. Wenn ihr es auf der rechten Seite tragen wollt, dann müsst ihr einfach nur hingehen und diese Schraube, die sich hier oben befindet, die müsst ihr einfach dann auf die andere Seite setzen. In dem Augenblick verändert ihr den Winkel und dann könnt ihr das Stativ auch ganz normal im Holster dann hier so tragen, dass es nach hinten absteht. Was wichtig ist, also nach vorne wird es da keinen Sinn machen, deswegen immer das Stativ nach hinten machen. Das heißt also rechts oder links entscheidet ihr mit dem Wechsel dieser Schrauben. Jetzt nochmal ganz kurz die Zusammenfassung hier am Ende des Videos, dass ich jetzt hier nochmal ganz kurz vorstelle, was wir jetzt hier im Prinzip alles gezeigt haben. Und zwar einmal habe ich euch praktisch das Kit vorgestellt. Da ist alles drin, was ihr braucht. Das ist also das Polster drin, was wir um den Gürtel machen, um dann die Halterung von dem Stativtransportsystem unterzubringen. Und die Kabelbinder sowie ein kleiner Schraubenschlüssel zum Versetzen der Schrauben. Und für die Leute unter euch, die natürlich schon das Spider-System kennen oder beziehungsweise schon Holster auch haben, also sprich dieses Pad, was wir hier haben, für die gibt es natürlich auch die Lösung, die müssen sich das ganze Kit jetzt dann zulegen. Da haben wir dann den Connector, der also hier am Stativ festgemacht wird mit den Kabelbindern. Den haben wir also extra nochmal hier. Und alle Produkte, die ich also hier im Videofilm benannt habe, die sind natürlich unten in der Infobox einfach verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken, kommt in den Shop, könnt euch die ganzen Daten nochmal durchlesen. Und für die Zuschauer unter euch, die das Spider-Holster-System gar nicht kennen, da habe ich natürlich auch hier unten dann einfach mal die Playlist verlinkt bei uns, die wir hier angelegt haben, schon von den ganzen Tausenden von Produktfilmen, die wir über das Spider-Holster-System gedreht haben. Da könnt ihr euch nochmal dann die ganzen Sachen anschauen, gucken, ist das was für mich? Ganz kurz angerissen, Spider-System ist ein Spider-Holster ist ein Tragesystem, da hat man den Rücken frei, ne? Kein Rucksack, den man unbedingt mithaben möchte, man hat die Hände frei, man kann alles machen, große, schwere Objektive, man kann sich damit hinknien, ohne dass man Angst haben muss, dass es auf den Boden kommt und gerade auch für Hochzeitsfotografen, die dann also im Duo damit rumlaufen, vielleicht mit zwei Kameras, mit zwei Brennweiten, ist das eine ganz großartige Sache, die ich auf jeden Fall nur empfehlen kann. Guckt es so einfach mal an für die Leute, die es gar nicht kennen. So, ich werde jetzt mal ein bisschen hier versuchen, den Pulverschnee noch mitzukriegen, den wir hier in Niedersachsen haben, in der Tiefebene, der bleibt ja nicht sehr lange liegen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Jawohl. Und jetzt kommt die Schere ins Spiel. Wie gesagt, mit einer kleinen Zange. Oh, da fällt mir gerade ein. Das geht ja doch. Mensch.